Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 26. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen wieder den Fokus auf den Markt richten und hierbei insbesondere auf den Goldpreis, der sich heute mit über 0,7% im Gewinn hier an die Spitze der Heatmap der Top 15 Währungen setzt. Und Gold für mich ja bekanntermaßen nach wie vor die älteste Währung der Welt und insofern hier mit vertreten und heute stark. Und wir dürfen das Fazit ziehen, dass wir hier mit der letzten Goldanalyse hier vom 15. Januar einen recht guten Catch gemacht haben. Da ging es nämlich darum, dass der Goldpreis hier, und da gehen wir mal hier direkt auf den Tagesschart von damals, hier direkt die Ambitionen hat, nach oben anzuziehen. Und genau das ist erfolgt. Sehen Sie sich diesen Verlauf hier an. Das war die Bewegung vom 15.01. innerhalb, oder besser gesagt, oberhalb dieses hierbei schon strukturierten Aufwärtstrendimpulses, der sich sowohl Viva Trendlinie als auch Viva markttechnischer Impulszählung einfangen ließ. Und ja, dann auch hier Punktlandung am 61er Fibo-Level. Insofern eine Summe an Signalen, die hier durchaus eine weitere Performance ja, zugelassen hat. Und jetzt erfolgte eben diese auch. Und ein erstes Großziel lag hier im Prinzip hier bei den Hochs vom Anfang Januar. Bei den Niveaus eben hier, wo die ja, Ausverkaufssituation an den Märkten relativ stark war. Der Goldpreis profitierte hier wieder von Ängsten, hier sozusagen als Krisenwährung in dem Fall wieder gefragt. Zuletzt stabilisierten sich die Märkte ein wenig, dann aber hier dann unlängst wieder die beginnende Schwäche und der Goldpreis zieht hier weiter an. Heute mit der bisherigen Bewegung der Goldpreis hier schon über 10 Dollar an Bewegung gelaufen. Rein technisch hat er hier Potenzial in Richtung 13, 14 Dollar seine Tagesrange auszuschöpfen, wenn es normal läuft. Es gibt natürlich auch hier Tage, da bewegen wir uns hier in der Region von 20, 25 Dollar. Das heißt, die Kerze baut sich hier enorm noch auf, aber faktisch, das ist das Wichtigere sogar noch. Wir haben hier das Hoch vom 8.1. überwunden, haben hier das letzte Verlaufshoch ja, überschritten und die Impulszählung kann, und da gehe ich direkt mal hier auf diesen Pfeil, der ein Stück weit angepasst werden muss, aber grundsätzlich jetzt hier eigentlich seine Relevanz weiter behält. Grundsätzlich verspricht sich jetzt hier weiteres Aufwärtspotenzial. Die Frage ist eben jetzt zunächst, bis wohin? Wenn wir uns den Chart auf Tagesbasis jetzt anschauen, sehen wir, wie gesagt, hier so eine Art Bodenbildungsprozess, hier diese positive Umkehrzählung sogar und jetzt mit dem neuen Verlaufshoch eben hier das Potenzial, dass der Markt weiter ansteigen kann. Und wenn man hier betrachtet, bis wohin, dann lässt sich hier vermuten, dass wir hier 1130 als runde Hausnummer sehen. Hier ein leichtes Unterstützungslevel 1, dann Widerstandslevel jetzt. Hier lässt sich erahnen, dass wir hier Richtung 1130, aber viel mehr noch, wenn der Zug hier gehörig Fahrt aufnimmt, sogar hier bis in den Bereich 1165 ansteigen könnte. Das entspricht natürlich in einer sehr, sehr starken Impulsbewegung, die den Goldpreis jetzt hier treiben müsste. Die Frage ist eben, kann er das überhaupt vollziehen? Die Saisonalität spricht kurzfristig noch für steigende Preise. Wir hatten dazu auch im Radar vom 15.01. darauf hingewiesen, dass es hier sogar eine statistische Auswertung gab, mit Beginn 15.01 und dann eben hier bis Anfang Februar. Hier die Saisonalität auf die letzten 16 Jahre sagt sogar, dass es hier Anfang Februar dann wohl doch schon ein bisschen dünner wird. Also kurzfristig hier vom saisonalen Charakter her durchaus weiteres Potenzial, was sich aufgrund des neuen Mehrwochenhochs hier durchaus fortsetzen kann. 1130 wäre jetzt hier eine Hausnummer kurzfristiger Natur, die der Preis erreichen könnte, um dann gegebenenfalls in den nächsten Konsolidierungspfad überzugehen, unter Umständen hier auch eine Art Pullback zu vollziehen. Das wäre jetzt hier mal ein taktischer Plan, wie der Goldpreis hier laufen könnte, um dann hier tatsächlich weiter nach oben zu streben. Es wird sicherlich nicht vom aktuellen Niveau aus direkt über 1130 bis 1165 aufwärts gehen. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Aber grundsätzlich scheint der Goldpreis hier bestrebt, weiter nach oben laufen zu wollen und die Technik befürwortet das. Die Saisonalität, wie gesagt, kurzfristig nicht mehr ganz so positiv. Hier beim Momentum haben wir sogar schon leichte Divergenzen. Das heißt, wenn es hier wirklich neue Hochs gibt, dann muss man hier bei 1130 hier auch frühere Unterstützung, zumindest hier auch eine Zone, wo sich der Preis immer mal wieder fing, sollte man hier auf jeden Fall davon ausgehen, dass es definitiv ein Pullback geben könnte. Alles Weitere muss abgewartet werden. Taktisch jetzt, wie gesagt, der Bullenzug in Fahrt. Und solange jetzt hier das letzte Local Low, das benennen wir hier mal bei 1092, haben wir auch hier dann die Trendlinie, wenn wir jetzt noch ein paar Tage nach vorne gehen, liegen. Also sollte hier nicht mehr signifikant, machen wir direkt eine rote Stop-Loss-Linie mal ein Stück weit tiefer noch, nicht mehr signifikant unter 1090 gehen. Das wäre ein
ja, eher denkwürdiges Signal für alle Bullen. Da müsste man sich dann schon vorsehen. Aber hier oberhalb von 1090 wären hier auf jeden Fall weitere Kurssteigerungen möglich. Und der Goldpreis, wie gesagt, hier mit einem positiven Bias, mit einem Rückenwind, der hier durchaus weitere Preissteigerungen zulässt. Allerdings natürlich übergeordnet im Bild eines schwachen Impulses, ja, der Goldpreis natürlich hier generell übergeordnet hier in der Schwächephase. Das sehen wir jetzt hier im Wochenchart-Intervall, knapp unter 2000 Dollar. Hier unten ging es ja seitdem bergab. Wir haben hier eine ganz klare abwärts gerichtete Impulswelle. Und hier im Bereich 1150, da sehen wir hier auf Wochenbasis sogar noch besser. 1165 wäre hier das Niveau, kurz geschalteter Natur. Das auf jeden Fall, wenn der Goldpreis weiter aufstrebt, ein ganz signifikantes Widerstandslevel. Aber hier eine Etage tiefer, auch sogar schon hier mit den Spike-Kerzen auf Wochenbasis, hier das Niveau 1145. Also diese Zone wäre hier kurzfristig jetzt erstmal ein Anlauf. Bereich, den der Goldpreis hier durchaus erreichen kann. Hier oben dann aber zwischen 1145, 1165 wird es dann spannend. Da muss man dann sehen, ob hier der Goldpreis tatsächlich die Kraft hat, hier eine ja, signifikante Ausbruchstendenz fortzusetzen. Aktuell immer noch alles korrektiv. Zielzone ist hier definiert. Das kann der Goldpreis schaffen, rein technisch, unterhalb von 1190. Also sprich, wenn wir die aktuellen Wochen Tiefs unterschreiten und dann auch hier sozusagen in die Tiefs der Vorwoche eindringen, hier, dann wäre sicherlich das Bild wieder negativ zu sehen. Warten wir ab, was passiert. Der Goldpreis ist ja unlängst immer wieder mit Spannung gesegnet. Bedenken Sie auch, morgen die FED-Sitzung. Die US-amerikanische Notenbank wird hier wieder ihren Senf geben und das könnte mit Sicherheit auch hier den Goldpreis beeinflussen. Insofern mal aufpassen, was morgen Abend passiert. Das kann eine Fortsetzung werden oder aber auch eine ganz, ganz rasche Umkehr, je nachdem, was hier die Notenbank loslässt in Sachen weiterer Zinsanhebung, Zinspause, Quantitative Easing, nun doch wieder oder nun doch nicht. Das Orakel wird da, wie gesagt, zuschlagen. Und insofern stellen Sie sich mal darauf ein, dass wir auf jeden Fall morgen, spätestens am Abend, hier auch noch eine signifikante Bewegung beim Goldpreis sehen. So, dann, liebe Zuschauer, würde ich erstmal sagen, hätten wir es für heute. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Trading-Tag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. 9:30 Uhr, das JFD Devisenradar. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.